Was ist denn? Hallo! Nicht hinlegen, werfen! Nicht treffen lassen davon. So, dann eben jeden einzeln. Das hat vorhin aber besser funktioniert. Sagen könnte. Ja, nö. Ich hab vor den ersten Teil von Nightmare mal wieder geguckt, also Nightmare on Elm Street. Mit Freddy Krueger und so. Der übrigens mit UE und nicht Ü geschrieben wird. Wollte man so erwähnt haben. Also die U. Ü-Schreibweise ist falsch. Auch wenn UE im Deutschen Ü ist. Ja. Spielt mal alle Spiele und wisst ihr sowas mit UE, AE und UE. Bei Patrizia war das immer noch. Das könnt ihr auch mal wieder spielen. Da musste man immer die Städtenamen eingeben. Als Kopierschutz. Ja, das war zur Zeit, dass die Kopierschütze noch richtig stylisch waren. Nicht so wie heute, wo man erstmal 20.000 Trojaner mit installieren muss. Ich meine, Kopierschützen mit installieren muss. Wie das tief wie ein Virus ins System einnistet. Da war es krank, was zum Beispiel Dings macht. Ach, wie heißt der Scheiß? Das wird bei der Arbeit nicht ein. Star Force! Früher hatten die Spiele noch stylische Kopierschütze. Ja. Zum Beispiel bei Patrizia hatte man so eine riesige Karte und so. Also die hat auch gleichzeitig die ganze Städte, die es im Spiel gab, angezeigt. Und außerdem waren dann die verschiedenen Wappen und mit den Stadtnamen. Man muss dann immer das Wappen suchen, das das Spiel gerade haben wollte, und dann musst du bitte den Namen der Stadt eingeben. Und ich habe mich gewundert, warum das mit Ü nicht geht. Und wir gehen erstmal zum schwarzen Gold, ob es noch da ist, ne? Oh, es ist doch da, alles klar. Sieht unser Klonk ja nicht von da oben, nicht, dass er sich noch Sorgen macht. Ich war doch gestern noch Ölmilliardär, theoretisch. Oh, jetzt leck mich und spring dann auf. War schon irgendwie cool. Gut, das ganze Spiel war cool. Herrgott, kommt halt aus Deutschland, ne? Ja. Und so, ne? Aber echt cooles Spiel. Was hat man denn noch für Kopierschütze? Ja, gut, Siedler 1 war jetzt nicht ganz so kreativ. Da musste man die drei Symbole auf der bestimmten Seite im Handbuch eingeben. Das waren also ganz viele Symbole und hat man so eine dicke Anleitung. Ja, früher hat man noch so dicke Anleitungen gehabt, nicht so dünne Heftchen, sondern so richtige Anleitungen. Mit, keine Ahnung, wie viel, 100 Seiten teilweise. Und da muss man alles richtig zeigen suchen. Das hat man noch. Burntime Burner, mach Gott. Das war pervers. So geben sie das Wort, das auf Seite 120, Zeile 3, Nummer 5 dort steht. Geben sie es ein. Das war irgendwie abartig. Das Handbuch haben wir auch noch irgendwo da. Dann natürlich noch Monkey Island 1 und 2. Mit den lustigen Drehscheiben, die wir auch noch irgendwo da haben. Braucht dann die Köpfe richtig zu und dann das Ja hinschreiben, wo er rauskommt. Beziehungsweise im zweiten Teil war es dann Tränke, Dingsbums, ihr wisst schon, ne? Ja, Gott, Monkey Island kennt man, da braucht man nicht viel zu erzählen. Da oben ist auch noch was, aber da kommen wir nicht hin. Und ja, was hat man noch, so fällt mir gerade kein weiteres Spiel ein. Aber Dune
1 war dasselbe Kopierschutzsystem bei Burntal, wenn ich mich richtig erinnere. Ne, da muss man glaube ich raten, auf welche Bildseite, ja. Seite das Bild war. Nee, warum springst du da? Weil da Öl ist oder was? Idiot. Das war auch recht lustig. Was war denn noch? Was war denn noch? Colonization? Kann mich an keinen Kopierschutz jetzt direkt erinnern. Gut, keine Ahnung, vielleicht ist der weg, wenn man sonst die Festplatte installiert. Nee, ich muss schon mal. Colonization? Gab's da nicht auch einen Kopierschutz? Nee. Ich kann mich jetzt an keinen erinnern. Nicht so wichtig. Civilization hatte einen. Da musste man nach ein paar Runden dann immer Dings eingeben. Welche Technologie man denn. Nein, was. Durch was wird eine Technologie ermöglicht? So, Pferd raus. Pferd, ja. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf ein Pferd komme. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, am Schluss habe ich bei dem Spiel das Ding überhaupt nicht mehr gebraucht. Also, die Anleitung. Ich habe die Technologien auswendig gekannt. Ja, nicht ganz, aber es war auch leicht logisch die Schlussfolge, ne, wenn ich drüber nachgedacht hatte. Drüber nachdachte. Ich meine, dass Atomphysik jetzt nicht unbedingt mit der Erfindung des Handels zusammenhängt. Ja, gut, es ist jetzt nicht gerade einfach, aber wenn man totaler Spielfreak ist wie ich, ne, und das Spiel ganz oft gespielt hat und so, dann weiß man das schon, dass das nicht ganz zusammengehört. Ja, weiß auch nicht warum. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber ich meine, es ist ja wohl, hallo, lauf weiter. Eine Tatsache, dass man Atomphysik zum Handeln braucht, also bitte. Ja, Civilization 1. Den Teil, den ich lustiger fand als Civilization 3. Ernsthaft, ich weiß nicht, Civilization 3 war irgendwie, selbst auf der leichtesten Stufe war es immer dasselbe. Man hat einfach, man musste ganz viele Städte bauen, ewig viel am Anfang schon, weil sonst hat man irgendwann keine Chance mehr gehabt. Weil die KI endlos viel drauf runter da Städte gebaut hat und man konnte zwar am Anfang technologisch dann überholen, aber ja. Die hatten dann irgendwann total viele Einheiten, wenn man nicht selbst ganz viele Städte gebaut hat, hat man die nicht gehabt und hat verloren. Und egal welche, gegen welche Nation man gespielt hat, es war immer dasselbe Verhalten. Das ist irgendwie langweilig, ne? Also fand ich irgendwie sau langweilig. Bin damit auch überhaupt nicht klarkommen, dass die alle genau dasselbe machen und ich genau so wie die spielen muss. Bei Civilization 1 war das nicht so. Mein Gott, da gab es die Zulus, die man sowieso immer ganz leicht platt gemacht hat. Dann gab es ja die Engländer, die waren total scheiße immer, die haben mich immer total genervt. Ah, für die Stufen pissen die einen voll an. Weil die so sauschnell viel bauen und so. Dann die Russen. Das Spiel könnte ich auch wieder spielen. Aber die Amiga-Version will nicht richtig laufen. Und ich weiß, da finde ich irgendwie den Sound komisch. Hm. Naja. Mal schauen. Weil das Spiel auch recht lustig war. Hm. Civilization ist wohl das einzige Spiel, in dem die Russen, die gerade Schwarzpulver. Nein, schon mal. In dem die Russen zu einer Nation gehen, die Atomwaffen besitzt. Und verlangen, dass diese Nation in die Technologie des Schwarzpulvers gibt. Yeah. Das ist mir wirklich mal passiert im Spiel. Also da waren irgendwie nur noch die Russen und die Engländer übrig und die Russen kamen dann und haben gesagt, ey, wir wollen ja Atomtechnologie haben. Atomtechnologie, ja, ey. Schwarzpulvertechnologie, ne? Ansonsten erklären die den Krieg und so, ja, ein paar Felder weiter standen meine Kampfpanzer. Ich glaube, die haben sie da leicht verschätzt.
Nur ich bin immer bei denen einmarschiert und hab's ausgelöscht. Den Engländern bin ich aber nie fertig geworden. Aber den Spielstand habe ich noch. Problem ist, die Engländer besitzen einen ganzen Kontinent. Vollgestopft mit Panzern. Mit vielen Panzern. Das nervt total. Das ist vor allem, weil die Züge auch so ewig lang werden. Amiga ist ja auch nicht der schnellste, ne? Also zumindest nicht den wir haben. Er ist zwar schneller als normal, aber wenn man nebenbei schon mehrere Seiten in einem Buch liest, bis man endlich wieder am Zug ist, weil erst der Gegner 20.000 Einheiten bewegen muss und dann kommen die eigenen Einheiten noch, die automatisch, also die ihre Befehle haben und ausführen und oh. Naja, hab ich halt nebenbei immer angefangen zu lesen und so. Ja, ich lese ja nicht Spiel. Ich ist irgendwie krank, aber hey. Ich schaue mir auch Videos an, während ich spiele. Ich habe auch Gameboy gespielt, während ich Fernsehen geschaut habe. Das ist auch schon länger her. Ich schaue schon länger kein Fernsehen mehr. Aber so wurde Pokémon wenigstens erträglich. Mal alle 5 Minuten einen Kampf hatte. 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Träum weiter, 5 Minuten. Das hättest du wohl gerne. 5 Sekunden passt eher. Ach, wie ich so Spiele hasse. Verstehe nicht, dass ich das früher durchgespielt habe, Pokémon. Gut, ich habe auch Vampire Storm und Final Fantasy 7 durchgespielt. Das ist auch nicht besser. Oh nein. Vampire Dawn ist nicht so toll, wie sie alle sagen. Also für dich jetzt nicht. Es hat zwar teilweise gute Stellen, aber das Level nervt. Ah, das ist wirklich schwer. Und ja, Vampire Dawn 2 habe ich auch durchgespielt. Nein, ich werde keines dieser beiden Spiele jetzt playen. Bin doch nicht bescheuert. Und es. Was ist jetzt los? Hallo? Nein! 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 Hallo? Eben abgeschossen. So, jetzt ist mir gerade Klonk abgestürzt und ich hätte nicht gespeichert, also machen wir alles nochmal. Ey, und ich häng fest. Nein. Yeah! Ich habe schon über eine halbe Stunde aufgenommen. Das heißt, dass die nächsten 2 oder 3 Folgen werden alles dasselbe sein. Mean Distance. Toll. Ist das nicht spannend? Ich denke nicht mal dran, das wegzuschneiden. Nein! Ich musste es spielen, also guckt ihr Spastis euch's an. So ein Befehl! So, wo war ich stehen geblieben? Vampire Dawn 2, ja. Nee. Ich hab's nur einmal durchgespielt, die anderen 5 Enden habe ich mal aus dem Internet gezogen. Ah, jetzt bin ich da unten, da wollte ich doch gar nicht hin, verdammt. Oh, Vampire Dawn 1 dasselbe. Ich kann dieses Spiel aber nicht mehr als einmal durchspielen. Vor allem im zweiten Teil, wo du auf der Weltkarte die Monster stärker werden. Ich sowas. Nein! Leck mich, jetzt mal ganz gute Stein unten beim Monster. Glotze zu blöd! Super. Einfach hoffen, dass es später verreckt. Nicht, weil ich einfach. Was ich. Super Flint und. Terra Flint. So, jetzt machen wir alles nochmal. Und zwar genauso. Ja, das macht Spaß. Da, bei der Gelegenheit grab ich gleich mal die Kohle an. Oh ja. So, dann greifen wir noch da rauf. Und da runter. Und was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, Vampire Dawn 2, nein, ich will es nicht ins Play.
auch nicht den ersten Teil. Und Dreamland werde ich auch nicht let's play. Ich schreibe mir das auch nicht vor. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. So wie bleib an dem Zombie hängen und stirb sofort. Was heißt sofort? Ich meine, bleibt hängen und dann trifft er einen die ganze Zeit und brrrp, ist man tot, ne? Das passiert dann bei jedem Zombie 10 Mal und dann hört man nach dem zweiten Zombie bereits auf, die Dinger zu bekämpfen und weiter einfach aus. Und bei der neuen Version, keine Ahnung, soll es wohl irgendwie besser sein, aber was weiß ich. Ich glaube, ich habe doch. Ein Kumpel von mir hat, glaube ich, noch irgendwo die erste Version, die irgendwo mal auf einer Screen fallen oder so drauf war. Grauenhaft. Einfach grauenhaft. So. Nehmen wir ihn. Ja, ihr dürft das jetzt alles nochmal angucken. Das war beim ersten Mal schon total langweilig. So, was könnte ich noch erzählen? Scheiß Abschluss hat mir jetzt total rausgebracht. Vor allem ist es noch nie abgeschlossenes Spiel. Warum stürzt es jetzt ab? Super. Das sollte öfter speichern. So, was ist noch? Ja, ich weiß oder also, so Level-Spiel allgemein mag ich nicht. Oh, jetzt leck mich! Spring da raus! Also, das habe ich schon mal erwähnt, ne? Deswegen habe ich auf Final Fantasy 8 nicht sonderlich weit gespielt. Angefangen, oh, ist genauso wie Final Fantasy 7. Hör auf. Final Fantasy 7 habe ich mal durchgespielt. Okay, meine Werte haben am Schluss irgendwie. Was heißt am Schluss? Irgendwann mal angefangen, absurde Werte anzunehmen. So maximale Werte. So, ja, mit Level, keine Ahnung, 40, 30, 40. Hatte ich irgendwie maximale Werte. Bei allem ein. Und so. Maximal Energie und Mana mit allen. Nee, das heißt da ja nicht Mana, das heißt, keine Ahnung. Unwichtiges Detail. Hat natürlich überhaupt nichts mit meinem Game Editor zu tun gehabt, den ich benutzt habe. Also nicht im geringsten. Was soll das damit auch zu tun haben? Keine Ahnung. Auch mein Geld hat irgendwie Maximalwerte angenommen, weil ich so viel gekämpft habe, ja. Genau. So war's. Ich schwör's euch. Ich habe früher Level-Spiele nicht gemocht. Deswegen habe ich auch Secret of Mana wahrscheinlich nie durchgespielt. Aber ich habe noch auf dem Original Super Nintendo Dings herum. Ja, ich habe das Spiel original. Habe ich noch einen Spielspann, da bin ich in der. Spielspann. Spielstand. Da bin ich in der Mana-Festung. Leider irgendwie ziemlich niedrigen Level und so. Ich kann nirgendwo mehr leveln vernünftig. In der Mana-Festung sind sie zu stark. Ich. Ach komm, stell dich da hin. Ah, oh, leck mich! Soll dein! Nicht dann unter, da ist böse. Warum nimmst du den nicht automatisch jetzt auf? Na also. Die Mana-Festung habe ich irgendwie. Mana-Tempel habe ich irgendwie zu viel platt gemacht, wo die guten Monster waren. Da komme ich jetzt immer hin. Irgendwie so war das. Aber ich könnte sogar spielen. Ich hab mal, doch, ich hab mal wieder angefangen gehabt, ja, irgendwann auf dem Emulator. Gelevelt ohne Ende, das hat mich total angekotzt. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust weiterzumachen. Vielleicht mal ein paar schöne Hexcodes oder so schauen. Was ganz was Feines. Hingegen ich Lufia irgendwann mal durchgespielt habe. Aber nicht original auf dem Super Nintendo. Doch, oder? Weiß gar nicht, hab ich.